Und wir schauen jetzt mal auf die Konjunktur und dazu begrüße ich Stefan Schilbe, Chefvolkswirt von der HSBC. Herr Schilbe, am Donnerstag trifft sich die EZB. Schauen wir zunächst auf das Umfeld in der Eurozone. Wie ist die Lage im Moment? Wie schätzen Sie die ein? Ja, zunächst mal kann man sicherlich festhalten, dass mit den heutigen Veröffentlichungen der Einkaufsmanager-Indizes die leichte Aufwärtsbewegung, die wir bei den Konjunkturdaten gesehen haben, sich dann doch fortgesetzt hat. Wir haben aber gleichzeitig natürlich immer noch immense Probleme. Aller Voraussicht nach bleibt die Arbeitslosigkeit auch in den nächsten Monaten schwach. Die Inflation weicht vom EZB-Ziel doch spürbar nach unten ab. Wir sind wahrscheinlich im Jahresdurchschnitt 2013 bei nur 1,4%. Und das ist sicherlich etwas, was die Europäische Zentralbank schon etwas beunruhigt. Nichtsdestotrotz, das Basisszenario ist das eines leichten Konjunkturaufschwungs in der zweiten Jahreshälfte und von daher gehen wir davon aus, dass die Leitzinsen am kommenden Donnerstag erstmal nicht verändert werden. Was erwarten Sie denn selbst von der EZB-Sitzung? Also ich glaube, dass die EZB sicherlich nochmal auf die Unterabweichung der Inflationsrate hinweisen wird, die disinflationären Tendenzen herausstellt und sicherlich auch klar macht, dass natürlich ein richtig dynamischer Konjunkturaufschwung uns nicht ins Haus steht. Gleichzeitig ist das aber etwas, was in der Vergangenheit schon kommuniziert worden ist und dementsprechend keine Notwendigkeit für Ladies and zeitiges Gentlemen, Handeln erfordert. Vice President. Unseres Erachtens wird die Europäische Zentralbank im dritten Quartal die Zinsen noch bei 0,5% im Reposatz lassen und dann möglicherweise im vierten Quartal, wenn die Inflation weiterhin sehr tief ist und die Konjunktur nur undynamisch läuft, noch einen weiteren Zinsschritt auf der 0,25 beschließen. Schauen wir mal Richtung USA, da gibt es ja dann die großen Arbeitsmarktdaten. Wie schätzen Sie die Lage da ein? Ja, das wird ein moderater Aufschwung am Arbeitsmarkt bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Zahl der neu geschaffenen Stellen im Juni nur bei 155.000 Jobs lag, also deutlich unterhalb der Vormonatswerte von 175.000. Das ist vor allen Dingen natürlich auch darauf zurückzuführen, dass von fiskalpolitischer Seite doch über die Haushaltskürzungen, die wir gesehen haben, Bremseffekte ausgeübt werden. Im zweiten und im dritten Quartal zeigen uns die konjunkturellen Frühindikatoren auch kein übermäßiges Wachstum an. Und dementsprechend wird die Arbeitslosenquote aller Voraussicht nach auch bei 7,6% bleiben. Damit dann doch relativ deutlich von dem entfernt, was sich die amerikanische Notenbank als Ziel für einen nachhaltigen geldpolitischen Exit gesetzt hat, nämlich die 6,5%. Das ist alles in allem ein Umfeld, wo man zumindest noch bis in den Dezember die quantitative Geldpolitik weiter fortsetzen kann. Stefan Schilbe, Chefvolkswirt von der HSBC. Danke für Ihre Einschätzung. Danke auch. Bis dann.